this. And there you are, darling. Don't worry, I got in contact with your father, and he's going to be here tomorrow to pick you up. My father? Oh, gotta go. The race is starting. Lily! Oh, hey, Raz. Listen, I made you something. It's kind of stupid, but... They stole Dogen's brains! No, he's just like that. I had a nightmare where this mad scientist guy said he was gonna take them out, and... Was it a creepy-looking freak with a shower cap and a stainless steel three-pronged claw? Hey, that's my nightmare! So it's not just me. But how? And why all the meat? I don't know. But I think it's time I find out where this is coming from. Let's rendezvous tonight at the old boathouse for debriefing. This is so cool! Yeah! It feels like that time in True Psychic Tales 314 where... Shut up! Haha. Okay, sie ist weg. Und... Ich denke mal, wir werden jetzt hier weitermachen dürfen. Agent Vodello? I have been ordered to report here for levitation training. I've already done the coach's obstacle course, and Sasha showed me how to shoot. You know, I'd expect that sort of recklessness from Orso, but Sasha? Agent 9 said you were the most powerful levitator the Psychonauts had. Sasha said that? Really? I didn't know he noticed. Well, you know, I only work with the best teachers. Flirt! Okay, let's party. Look who made the scene. Agent Vodello? Where are you? On TV, of course. Where I was always meant to be. I mean, look at my hair, darling. How can hair this fabulous not be on TV? Now, darling, the best way to learn levitation is to just try it. I'm going to give you a levitation learner's permit. It will only work while you're in my mind. After you finish my course, I'll give you the real thing, baby. First, you gotta show me you know how to use it. Huh. Funky. Press L to levitate. Okay. Get past that bouncer and into Miller's dance party. Mal so ein bisschen gucken trotzdem, was hier los ist. Das sah eigentlich ganz gut aus. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, dass er sich da nicht einfach festhält. Ist sehr schade. Und dass das Spiel nicht weiß, was es das machen soll, wenn es nicht die Kameraperspektive anpasst. Okay, dann schummeln wir halt ein kleines bisschen. Weil so krieg ich es nämlich hin. Now for this last one, you're really gonna have to fly. Once you get up in the air, try using your thoughts as a balloon to float. Just jump for those rings as high as you can and then do your side float. Don't be afraid, darling. Yeah, press L to levitate. Bubble bounce, then press L. What is bubble bounce? Airborne. Also vielleicht erst, ich müsste hier irgendwas anderes noch verwenden. Oh. Ich habe den nicht wahrgenommen gehabt. Great. Also ich darf den Spaß vielleicht nochmal versuchen. Oh. Okay, wir kommen der 30 näher. Oh! Man kann den Ball dann auch als Ding nutzen. Oh wow, okay. Hätte man einem vielleicht vorher erklären sollen, dass man mit A drücken dann das anpassen kann. Huh. Ja, das gibt einem auch extremst Geschwindigkeit. Outstanding! Okay, now, just between you and me. This end of the party is dead. Come find me on the other side of the party, and I'll give you that merit badge for real. Never keep a girl waiting long, young man. Ja, also man sieht, ich bin die ganze Zeit auf dem Ball. Wow. Mit B komme ich wieder runter. So, dann gucken wir mal ganz kurz natürlich, was sich hier unten noch verbirgt. Das können wir weiterhin noch nicht mitnehmen. Okay. Hier ist also nicht allzu viel mehr.
So, jetzt aber trotzdem nochmal. Ha, das ist ein Jump vorwärts. Ich will nochmal ganz kurz herausfinden. Okay, also in die Luft springen, Link drücken, dann A drücken. Und dann kriegt man den Ball. Merkwürdig. Stay on the ball in here, Rasputin, if you want to get higher. And see if you can get all those rings spinning, Mr. DJ. Mhm, get them higher. Kannst auch die Drogen nehmen. Ah, also das fühlt sich zum Teil nicht wirklich gut an. Ja. Woohoo! You are the sugar in my bowl, darling. Now just follow the flowers, won't you? And try to stay rolling at all times. That is the theme of this party. Oh boy. Okay, here we go. Ja, man ist sehr floaty. Das ist machbar. Gerade vor allem, weil die Pflanzen hier zugehen, man das Gefühl bekommt, man wird so ein bisschen nochmal angepasst. Okay. Whoop. Now I'm not saying that you will fall, but if you ever did, I'll put a ball return down here for you. Just jump in there if you need to come back up here in a hurry. Wah. Darling, float over here, will you? These rings aren't spinning and they are ruining my party. Remember to use your psi float. I'm not saying it won't ever let you down, but it will let you down nice and slow. Okay, also ich meine, das ist natürlich schon mal ein großer Unterschied zu dem Kriegsszenario. Ach ja, hi. Ich hatte dich auch schon nicht mehr in Erinnerung gehabt. Hell yeah. Ja, ich bleibe so ein bisschen dabei, das fühlt sich nicht gut an. Schick mich wieder hoch. Oh, hier hoch erstmal nur, ey. Okay, wenn ich in dieser Form bleibe. Wow. Okay, man kann immerhin einiges an Geschwindigkeit aufbauen. Okay, der erste dreht sich. Ich frage mich, ob man die beim ersten Mal alle bekommen kann. Denn, wie man sieht, ich fahre hier immer wieder runter. Okay, warum funktioniert das jetzt wieder nicht? No one knows. Warum hat auch der oberste aufgehört? Okay, mache ich das nochmal. Vielleicht darf ich nicht in das eine Ding da reinfallen? Habe ich das verpasst? Ah, great. Weiß nicht, was das Symbol mir zu sagen hat. Ha. Okay, ziehen wir erstmal auf den obersten wieder. In der Hoffnung, dass das irgendwas tut. Okay, der dreht sich jetzt wieder. Also vielleicht darf ich wirklich nicht in den Ding da reinfallen. Was das Ganze natürlich so ein bisschen schwerer macht. Jetzt wird es wieder aufgehört. What? Okay, ich habe es bisher noch nicht verstanden. Muss ich das alles auf einmal hinbekommen? Was? Fühlt sich nicht toll an. Wow, okay. Ich bin am Feststecken geblieben und das hat mich extremst beschleunigt. Okay, jetzt dreht sich der eine doch wieder rum. Und jetzt hat er aufgehört. Also vielleicht habe ich einfach nur ein gewisses Zeitfenster. Mein Problem ist, dass wenn ich erstmal hier drauf bin, okay, ich kann springen und dann wieder L drücken, dann würde ich theoretisch wechseln. Thank you, okay. Sweetie. I feel so much better now. Come on, let's take it a little higher now. Respawn Kickout. Vielleicht wurde da unten vorher irgendwas schon mal erzählt. Things that see that draft up above, darling.
Jump into it and float and see what it takes you. Ja, das Doofe ist, dass wenn man links drückt und springen, macht er halt extra Sachen, weil er dann im Kampfsystem sich befindet. Ab. Aha. Come on. Dankeschön. Ihr macht das automatisch. Okay, will ich so? Okay, damit komme ich auf die andere Seite. Oh, ja, irgendwann kam doch mal der Luftzug. Kamera? Okay, die Treppe dreht sich auch so ein kleines bisschen, was das Ganze leicht eklig macht. Ich gehe mal von aus, es sollte so ein bisschen der Hinweis sein, was zum Gucken wir hier machen müssen. Vorher aber, ja, wir haben hier ein paar Sachen versteckt. Level 28 oder Rank. Mhm. Oh great, hier sind jetzt auch noch Dingleberries, die einen nicht in Ruhe lassen werden. Ein großes Kino. Kann ich das nicht einfach so weiter... Ja. Muss nicht mal unbedingt absteigen. Das hat's auch getan. Respawn, kick out, activated. Okay, gut. Weißt du was? Ich gehe auch ganz bewusst wieder nach unten. Denn hier ist Zeug. Jetzt würde ich es ganz schön finden, wenn ich da rauskommen würde, weil ich glaube... Ja, hier sind nämlich auch nochmal Sachen versteckt. Deswegen wollte ich da hin. Richtige Entscheidung. Ja, ihr kommt hier nicht hoch, ihr seid dafür wiederum zu dumm. So... Boing und dann so, genau. Also man kann sich daran gewöhnen, wie das Ganze funktioniert. Das ist nicht unmöglich. Oh boy, es spawnen natürlich auch immer mehr von den Spaßvögeln. Na, und damit sind wir schon bei ja, 29. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Wo war der Jumpy? Und ab. Oh, wir wurden gleich hier reingeworfen. Und hi. Natürlich eine nehmen. Wären wir nämlich noch auf der Pflanze gewesen, vielleicht hätten wir ihn dann wieder übersehen. Meine, bleibt weiterhin dabei. Die ist nicht interessant genug, um tatsächlich die für 100% zu jagen oder ähnliches. So, ja, also mir ist offensichtlich, dass ich hier vermutlich auf dem Ding rumgrinden muss. Dann weiß ich, war definitiv weiter unten. Ich meine, wir waren also auf der, nennen Sie es mal, Aquarium-Ebene vorher. Und jetzt sind wir dort nicht mehr. Okay, dann, let's go. Grind. Cool, yep. Ist jedoch nicht viel dabei. Und es wäre noch ganz schön, wenn das Ding wieder zurückkommen würde. Damit ich weiß, ah! Okay. Hilft vielleicht nicht genau da drunter zu stehen, aber. Ich muss ja trotzdem da erstmal hochkommen. So, sehr schick. Aha. Ey, oh, oh. Ich stand genau davor. Ich weiß, ich hätte mit denen vielleicht auch nochmal hier allen reden können. Hi. Hey, wanna dance? Yes. Teach me of your earth rhythms. Hey, wanna dance? Why don't you go ask Ilka? She loves to dance.
Hey, wanna dance? You better back off, or my boyfriend James will go nuts. He's so jealous and protective of me. Hey, will you teach me how to dance? Come on, dance, baby! Who are you? Hey, will you teach me how to dance? Watch and learn, kid. Hey, will you teach me how to dance? Come on, dance, baby! Okay, viele von denen sind keine guten Lehrer, scheinbar. So, ich gehe davon aus, darüber. Oh, great. Oh, nice, sehr gut. Level 30. Ja, schön, dass du komplett woanders hinguckst. Gut. 30 und 9. Besten Zahlen. Wunderbar. Ah, Okay, die einfach zum Teil zu schlagen ist auch keine falsche Idee. Komm on. Na, lernen wir mal vielleicht was Interessantes. Miller's Adventures. Mhm, mit Sascha. Aha. Okay, Bombe. Jemand versucht zu flüchten, wird dran gehindert. Fancy. Und war da ein Schlüssel? Ja, da war ein Schlüssel. Okay, Leute, werden sehr primitiv festgehalten. Und du zerstörst den Helikopter? Kann mir nicht vorstellen, dass es allzu clever ist. Aha. Das. Wir hatten also viel schon gemeinsam erlebt. Das hat man jetzt so von den bisherigen Interaktionen nicht als Vermutung gehabt. Okay, meine, wir haben zwar jetzt noch nicht das Neueste, aber... Oder die neue Fähigkeit noch nicht bekommen, aber wir sind natürlich auch vermutlich mit 40. Okay, was zum Kuckuck will das Spiel von mir? Oh. Okay. Ja, wie gesagt, war nicht offensichtlich. Ich dachte, ich sollte möglichst viel Speed aufbauen. Oh. Okay. You are levitating. You are also protected from all sorts of icky things. Oh. But some things, like those spikes, those are always bad news, whether you are levitating or not. So watch out. Okay, also Spikes grundlegend no. Aber der Rest ist in Ordnung, okay. Meine, finde natürlich irgendwie das. That shouldn't be happening, darling. Do you have some problems with water? Do you want to talk about it? It's a long story. Maybe later. Okay, I'm always here for you, darling. Let me just say that it's very normal for boys your age. Okay, cool, dass man da wirklich eine extra Sequenz hat. Wenn man ins Wasser geht. Und ich wollte nämlich sagen, oh, Wasser ist ja wirklich sehr primitiv gehalten. Palm Bomb Upgrade at 35. Wow, okay, wir nicht nur in 10er Schritten jetzt. Ja, lass mich hoch. Komm. Ich muss aber zugeben, es ist sehr angenehm, dass man hier Abkürzungen einem erlaubt. Wow. No! Ja, ich drücke die Tasten in der falschen Reihenfolge. Ich bin mir das bewusst. Okay, nochmal und jetzt richtig. Okay, ist sonst hier irgendwas Interessantes? Okay, das sind Plattformen, die zum gewissen Grad im Weg sind. I see. Aha. Wir sollen dem ausweichen. Ja. Habe ich davon... Wow. Hier hinzukommen. Oh, ich soll definitiv erstmal darüber. Aber jetzt habe ich natürlich die Befürchtung. Hoppala. Hm, okay, hier oben ist aber auch nicht mehr allzu viel mehr. Oh, da ganz hinten. Okay. Okay, alles klar. Wir wollen definitiv da hinten hin.
Interessant, die sind beide weggeflogen. Man muss also nicht den einen erst den anderen ziehen. Okay, also hier, wie immer, muss ein bisschen lernen, wie lange man das tatsächlich einsetzen kann. Ich hatte erst vielleicht ursprünglich, oh, man könnte vielleicht bis zum Ende hier rüberfliegen, aber... Oh, hi. Auf einmal musste man dann feststellen, dass die Reise doch etwas kürzer war. Okay, das ist noch nicht alles. Beat the stupid Bobby Zurge in the levitation race. Okay. Okay, it's time to see how fast you are, darling. Ready? Get set? Go, baby, go! Okay, whoa. Okay, natürlich trotzdem versuchen, möglichst viele Figments hier einzusammeln. Okay, wir haben auch einen Balken, wo wir sehen können, wo wir von der Position her sind. Wir können also das Ganze auch scheinbar verlieren. Good to know. Uh-oh, Bumpers. Okay, das ist aber alles noch ein bisschen machbar. Okay, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was hier tatsächlich mir die Boosts gibt. Aber es funktioniert. Sind das Boosts? Es könnte sein, dass die... Oh, wow, ich habe nicht das wahrgenommen gehabt, dass wir hier jetzt in der Bahn sitzen. Ja, die Art gibt scheinbar immer einen Boost. Oh no! Ich habe volle Kanne meine Geschwindigkeit verloren. Mit ein bisschen Pech hat jetzt Zilch aufgeholt dadurch. Uh-oh. Er ist definitiv... Oh, da war eine Abkürzung. Ich glaube, man muss hier komplett einfach vermeiden, selber zu springen. Oh, shoo. Er ist nah dran. Und noch bin ich auf Platz 1. Yes. You did it! You are quick like greasy lightning. Greasy. I'm so proud of you, darling. You're so fast, you'll be at my party in no time, eh? Okay, if you want to get up to where the action is, you're going to have to do a lot of floating in this room, baby. Good thing you're so light on your feet. Press L by airborne to float. Aha. Zum Glück habe ich das bisher noch nicht ganz verstanden gehabt. Ja, okay, teleport, great. So, ja. Wir haben den Kollegen besiegt. Great. Ride the bubble vent to switch on the big fan. Ja, hier ist definitiv... Oh, nice, okay. Einiges bereits los. Ja, und wir können natürlich hier... Nice. Bleiben wir daran hängen? Yes, natürlich. Okay, sorry, aber wie immer, wir müssen die Dinger hier einsammeln. Sonst kann ich nachts nicht schlafen. Okay, gut. Gerade vor allem, wenn wir jetzt hier schon früher wieder eine Belohnung bekommen können. Nice, okay. Kann man ganz außen grinden? No. Buh. Darf nicht mal außen lang grinden. Okay. So, jetzt ganz kurz noch hier einmal kurz rein. Hier waren, dachte ich, mindestens zwei, aber vielleicht ist der eine wieder in eine Wand verschwunden oder ähnliches. Okay, jetzt aber, gucken wir mal. Wir haben hier die Plattform. Oh, wir hätten auch in dem Fall hier hingrinden können. Wenn du in einigen Bereichen schwimmst, kannst du ein bisschen mehr Umf als üblich. Umf. Okay, versuchen wir mal so halbwegs zentral zu bleiben, dass wenn da irgendwelche Sachen sind, die man einsammeln kann, das Spiel so nett ist, denn ich sehe sie hier in dem ganzen Geblubber so überhaupt nicht. Okay, hier zum Beispiel ist einer. Da sind welche mitten in der Mitte. Da hinten ist irgendwas. Fragt mich jedoch nicht. Oh. Now you're going to have to use your side float again to get those rings spinning. Immer dieses Spinny-Zeug. Ich glaube, ich spinny. Okay.
Ich gehe davon aus, vielleicht von unten einfach durchfallen oder durchfahren. So, gucken wir mal. Ja, okay, also oben und unten ist beides in Ordnung durchzufliegen. Mhm, sehr schick. So, und der letzte ist schwer zu sehen da drüben. Aha, und jetzt werde ich einfach fallen gelassen, danke. Mhm. Da hast du keine Chance, wenn das Spiel sagt no, dann no. Open the door to the dance room. Ja, in einer Sekunde, ich bin natürlich jetzt hier wieder von dem Ding runtergefallen. Würde ich ansonsten natürlich, wenn man hier in dem Ball ist, man muss keine extra Taste erstmal wieder gedrückt halten. Hier wiederum schon, dann lässt er los. Das ist ganz schick. Okay, hier sind viele Sachen, die man noch einsammeln kann. Aber ich bin mal ganz kurz so frei. Oh doch, die da drüben, die sind so offensichtlich einfach. Sorry. Komme ich nicht dran vorbei. Mhm. Bin nämlich schon bei 32. Wunderbar. Jetzt gehen wir wieder zu dem Hauptding. Ich weiß, unten war jetzt gerade noch einer. Whatever. So, jetzt wollen wir einfach nur weitermachen. Oh, da. Okay, sonst noch irgendwas hier versteckt. Da ist nochmal ein Punchy. Haben wir den Punchy aktiviert? Der dreht sich zumindest farblich schon. Guck mal. Ja, okay. War mir nicht bewusst. Okay, dann müssen wir zu dem da einen da drüben noch rüber. Oh, man kann an den Dingern hängen bleiben. Haha. Schön. Aggressive Capacity increased. You may store more Psy Blast Shots now. Okay, das war mehr als wert. Ob ich immer das... Oh, 35. Okay, okay. Wollte ich schon vorher ja mal sagen, nachdem wir ursprünglich getestet hatten, wo wir 50 hatten. 15 war verdammt wenig. So, ich habe das Gefühl, dass wir hier mehr von den Taschen schon eingesammelt haben, als in den vorherigen Leveln. Normalerweise ist es so 5 oder 6. Wir sind hier bei 7 oder 8. Ja, das täuscht vermutlich. Gucken wir mal ganz kurz gepflegt. 5 von 5 scheinbar. Ansonsten auch alle Figments werden hervorgehoben, die man sammeln kann. Ja, no. Was ist das für ein Ding? All emotional baggage. Okay, irgendwas. Gehen wir davon aus, das heißt, dass wir die alle gesammelt haben. Okay, hi. So, wann gehen die Sachen hier schief? Und für jetzt erstmal gucken wir uns nochmal ein kleines bisschen hier um. Wir haben zwar alle Sachen gesammelt, aber die Dinger sind natürlich alle relativ offensichtlich, dass wir die holen sollen. Hey, will you teach me how to dance? Watch and learn, kid. Okay, also ihr habt leider nichts mehr Neues zu erzählen. No. No. Okay. Wow. Okay, es wird sichergestellt, dass man wenigstens... Ups, das war nicht das, was ich wollte. Genau, wenn wir hier ganz kurz unten sind, hier sind zwei, die unten herumäumeln. Neat. Okay, gehen wir in die... What the... Er hat jetzt nicht damit gerechnet, dass ich auf einmal so die Höhe verliere. Who's that I see? It's Rasputin, the rolling rockstar, in the flesh! And just in time, the party was dying without you, darling. Here, I have a little party favor for you. Cute. Don't be a stranger, darling. Thank you, Agent Vodello. Now it's back to the lab to save Dogen. Dogen's not in the lab, sweetie. He's watching TV in the lodge with the other children. I meant the dream Dogen from my brain tumbler vision. If I can find out what's happening to him, maybe that would give me a clue about who stole real Dogen's brain. Oh. I'm afraid he's just like that. Mhm, okay, jeder behauptet das, aber wir haben ja was anderes hier gesehen gehabt. Okay, in der Zwischenzeit sind die alle anderen auch abgezogen. So, es ist die große Frage. Wir haben hier definitiv noch ein paar Sachen, die wir einsammeln könnten. Gerade zum Beispiel hier das da. Schaffe ich das irgendwie, das zu bekommen? Nö, denn ich kann hier nämlich nicht einfach absteigen. So, der eine Drecksack ist dann leider auch immer noch.
Gibt's hier irgendwo eine Möglichkeit, einfach zu sagen, hey, lass mich hier raus? No. Ich meine, wir können ja mal gucken. Zu dem einen... ja, okay, also einfach drehen ist nicht. Man muss schon paddeln. Hier haben wir das, glaube ich, irgendwie abgegeben gehabt, ne? Ja, okay. Eine bessere Vorhebung wäre vielleicht auch nochmal schön gewesen, aber hey. So, dann lasst uns mal gucken. Jetzt, wo ich hier diese Fähigkeit habe, komme ich damit hier... Oh, okay. Wir springen weiter, als ich erwartet hatte. Wir auf jeden Fall da oben drauf. Ich meine, wir hätten jetzt mit dem Ball natürlich die Möglichkeit... Oh, wow, what? Da war meine Fähigkeit verloren. Oh, boy, oh, boy, oh, boy. Oh, boy. Ja, alles gut, alles gut, alles gut. Wie, wir kommen da nicht hin? The hell? Großes Kino. Deswegen, also, wenn ich da jetzt wirklich nicht rüberspringen kann, dann ist das natürlich ein kompletter Witz. Wo ich mich frage... Why don't you come on up and score yourself a cobweb duster before they're all sold out? Okay, gehen wir erstmal einmal hier nochmal rüber. Vielleicht muss ich hier irgendwie schummeln, in der Hoffnung, dass ich auf dem Dach erstmal lande. Oh, wow, 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 ich bin einfach nur in die Luft gesprungen. Da habe ich sofort die Richtung geändert. Ja, ich bleibe hier einfach tatsächlich an was Unsichtbarem hängen. Natürlich doof. Man soll also nicht so einfach an dem vorbeikommen. Meine Frage, oder du willst trotzdem weiterhin? Komme ich da irgendwie hoch? Okay, an dem Dach bin ich gerade kurz hängen geblieben. Kann man. Springt manchmal so ein bisschen unerwartet, weil er an Sachen nämlich hängen bleibt. Ja. Hier zum Beispiel bleibt er an... okay, okay. Das war... da oben ist irgendwas. So, wir haben genug hier gesammelt und dann das hier. Oh, der Diver's Helmet, der nach uns geworfen worden ist. Okay. Nicht verkehrt. Okay, sweet. So, und von hier warte ich jetzt natürlich so ein kleines bisschen. Uah. Genau, jetzt kann ich hier oben lang. Jetzt müsste ich ja an dem vorbeikommen. Genau. So, und jetzt bin ich natürlich so clever und bleib gleich hier oben drauf. Wo er meint, jetzt wieder runter zu rutschen. Mhm, okay. Sehr schick. Aha, wir können sogar hier drauf stehen. Upsi-doodle. Oh, we have a special on Dream Fluffs. You hear me? Dream Fluffs. I'm not picking up any. Good for you. Keep a pocket full of these for a quick boost of mental health. So. What's here? Ja, ich bleib jetzt natürlich an der Ecke hängen. Jetzt kann ich da nicht dran vorbei. Okay. Okay, ich gehe mal davon aus, dass in der Zukunft hier was passieren soll. Für jetzt... Es wird die große Frage sein, wie ich an dem Ding, das hier wieder vorbeikomme. Okay, so. Gut. Dann würde ich sagen, wir... Nope. Haben wir hier irgendwo einen Baumstamm? Den ich zum Teleport... Yes. Oh, sehr schön, ich kann das so einsetzen. Where would you like? So, wir gehen als erstes Main Lodge. Put me outside the Main Lodge. Oh. No. Und zwar, wir wollen... Oh boy, ja, wir können jetzt natürlich an gewissen Sachen nicht mehr einfach so hoch mit dem Ball. Schade, denn der Ball wirkt wie eine schnellere Fortbewegung. Aber nicht überall. Nope, nicht überall. Natürlich ein bisschen schade. So, bla bla. So, bin leider immer noch weit entfernt.
You take that Psi-Core there. Take it. Sold to the big-headed kid with the gloves. What else can I do you for? Also, wir sind bei zwei, was sonst kriegt gleich noch einen dritten. Then. What else can I do you for? That's it for now. All right, go get more airheads and come on back. So. Dann, yeah. Sweet. So, wir wollen... Oh, time to go to the Lagos 9 zu kommen. Sanctuary. In recognition of your hard work, dedication, and mental agility, I'm proud to bestow upon you the official merit badge for invisibility. Okay, let's play a game. Look out, another sensor. Oh no, you're out of ammo. No, I'm not. You are now. Here are the rules. Take this guy out. But if he sees you at all, you lose. Go get him. Okay, rechts. Das ist nicht rechts. Das ist rechts, okay. Hey, where'd he go? On a completely unrelated topic, did you know that you can use the power of Oh, well done. That's the power of invisibility. I think I've heard the kids around camp refer to this technique as silent but deadly. Nicht ganz, ne? Okay. Invisibility. Wofür werden wir das gebrauchen, ist die große Frage. Aber erstmal wichtiger. Wir wollen einen Rang abhaben. Hooray! So, kurz vor 35. Also wir werden vermutlich demnächst bald auch hier wieder zurückkehren. Ja, ich sollte vielleicht lieber so arbeiten, das ist schneller. Ist es? Vermutlich nicht mehr in jeder Situation. Okay, wir werden wohl vermutlich jetzt hier wieder zurückgehen. Oh, man kann weiter durchscrollen. Oh. Okay, der Pfeil hebt das hervor, den ich selten wahrnehme. Ich habe den in Subtitles gesehen, ja, aber ich dachte wirklich halt, ab einem gewissen Punkt hätten wir wieder welche verloren gehabt. Nicht der Fall. Okay, Agent 9's Lab, müssen wir da wieder hin? Ich überlege gerade, ob es noch irgendwas anderes gibt. Ja, doch, im Endeffekt, wir wollen ja die Story vorantreiben. Gucken, was mit Dogens Kopf, mit Gehirn passiert ist. Agent 9 with Lab. Okay, einmal sicherheitshalber mit dem Kollegen reden. Okay, I'm a certified levitator now. Ready to roll. I've been running some tests. It seems that the sensitive circuitry of the brain tumbler is picking up too much psychic interference to be safe. The thoughts of some other entity are interlacing with yours at a dangerous level, which explains many of the strange things you've seen. I must call off the experiments until we know more. Sasha, there's no time. I think my vision about Dogen came true. I'm worried it's gonna happen to the others if we don't get to the bottom of this quick. But we don't know where the foreign projections are coming from yet. Is there a faster way to find out than sending me in there to investigate? Das ist natürlich dann auch wieder interessant, dadurch, dass ja scheinbar alle so zu einem gewissen Grad miteinander verbunden sind. Oh, interessanterweise, ich habe noch nie darauf geachtet, dass hier sogar Sachen hervorgehoben werden. Also der Save, die Tags, die Webs, whatever those are. Vermutlich einfach alle Figments. Okay, also man kann im Endeffekt logischerweise hier wieder reingehen und nochmal alle Sachen einsammeln. Interessanterweise, wir haben nur... Man hätte mehr von denen finden können? Okay... Brain Tumbler Experiment. Da müssen wir im Endeffekt rein, richtig? Also trotzdem mal ganz kurz einmal sich jetzt selber gucken. Das ist genau Saschas. Alles klar. Oh, ich wurde irgendwo rausgelassen. Oh, great, hi. Wow, ow. Hi, Bunny.
Alles cool. So, beim letzten Mal wurden wir hier nicht weitergelassen. Was war der offizielle Grund? Ich mach's mal ganz bewusst so, als hätten wir nicht die Fähigkeit. Okay, ja, so. Oh, okay, 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 okay. Oh, wow, jumpy. Ja, das war natürlich weniger fein. Oh, okay. Irgendwie interessant, jedes Mal, wenn ich irgendwo hängen bleibe, dass ich dann meine Fähigkeit verliere. Ich bin schneller, das ist angenehm, aber es ist leichter, hier irgendwo runterzufallen. Deswegen, wir werden jetzt hier nochmal zu dem, was auch immer, hier hingehen. So, was soll ich offiziell jetzt hiermit erreichen, wenn ich hier bin? Oh, das Ding hat definitiv irgendwelche Probleme. Okay, ich probiere jetzt da mal gegen zu prügeln. Ah, ich soll jetzt hier vermutlich mich so hochziehen, okay. Why are you screaming? All right, I remember. Oh, good boy. There's that pesky brain. Here's a tissue. Now, don't you feel better, my dear lad? TV? Of course. Right here. And this bad tooth. We'll just drop it in the old garbage chute. Now, don't you solid foods for 6 hours. Lily. Uh-oh. Okay, get inside, yeah? Follow Dogen's brain down the chute. TV! TV! Klingt wie die letzte Generation. Okay. What now? Destroy the blueprint brain tank. Okay, es hat uns theoretisch verloren. Oh, boy. Okay, was ist das jetzt hier für Zeug? Uh-oh. Oh, indeed. Ja, okay. Nicht ganz klar, was ich jetzt hier machen soll. Ah, nicht an Sachen hängen bleiben. Ja, man. Jetzt habe ich mich mal unsichtbar gemacht. Nope, das hat überhaupt nichts zu sagen. Oh, come on, du hast irgendwo blind hingeprügelt. Natürlich wird dabei da nichts rumkommen. Oh, come on. Du hast ein Fragezeichen dahinter gehabt, als würdest du nicht wissen, wo ich bin. Oh, super, okay. Die Controls wurden umgekehrt. Wow. Ich habe keine Ahnung, wie ich den angreifen muss. Oh, come on. Okay, alles ist irgendwas anderes. Ja, yep. Schön, dass du es hervorhebst, nachdem es schon passiert ist, ein paar Mal. Nope, ich dachte vielleicht das Grüne irgendwie unter seinem Körper. Aber darauf reagiert er ja auch irgendwie nicht.
Ich habe bisher 0 Schaden angerichtet. Great. Man, I am so smart. Soft gelatinous underbelly? Here I come. Okay, also muss es irgendwie umballern. Can't see shit, Captain. Okay, irgendwie stellt sich's gerade sehr dumm an. Okay, ich meine, es schon mal so versucht zu haben. Und es wollte nicht, aber hey. Jetzt haben wir es verstanden. Oh. Okay. Okay, vielleicht noch einmal hinterher. Dann haben wir genug Schaden angerichtet, um ihn zu besiegen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich bin. Obwohl ich glaube, dass bei Unsichtbarkeit hier nicht viel hilft. Das würde dich irgendwie beschleunigen oder ähnliches. Ich hab gefühlt, schießt jetzt einfach irgendwo zufällig hin, weil es komplett überfordert ist. Oh, great. Come on, dude. Deswegen, wenn ich ihn wenigstens so kriegen... Oh, könnte. Wenn ich mir von hinten angreife oder ähnliches. Come on. Oh, das war noch nicht mal alles. Oh, wow, oh, great. Oh, come on, ich will jetzt hier nicht drauf gehen. Sorry, I had to abort the experiment. Something unbelievably urgent has come up and I must leave immediately. I know! You'll never believe- Hold that thought. In a rush. Official Psychonaut business. Wait! So is this! Official Psychonaut, eh? You forgot your- Hey, that white room! I know! It's from Oleander's mind. I think I was in the coach's dream that whole time. Ever since I stepped through the static in the caravan, it felt funny. I knew I wasn't obsessed with meat. But Mari is. And was stealing psychic brains to arm a fleet of deadly tanks, apparently. I've got to tell Lily. She's waiting for me down by the boathouse. Down by the... water? Uh-oh. Better hurry. Du solltest eigentlich wissen, wie es Lily steht. Hast du nicht aufgepasst? Where would you like? So, bring me to the lake. It's time to go. Yes. Oh, Admiral. Bobby! Uh-oh. Look, I can explain. TV. TV! Geez, it sounds like you caught a bad cold. Maybe. But listen. I traced the psychic interference back to Coach Oleander's radio. He's been broadcasting his insane plot all over camp in his sleep. So he's really kidnapping children and stealing their brains to make weapons. Yes! Isn't that great? What? How is that great?
Because this is an honest-to-goodness psychic emergency! It's Sasha's not here. He left on some official Psychonauts business. Mia left a note saying the same thing! Lily, a deranged man-man is building an army of psychic death tanks to take over the world, and there's no one who can stop him, except for you and me! Oh my God! Let's make out! What? Sorry, I'm just so excited. Since you showed up, Raz, things are so much more exciting. Sinister death plots, mad scientists, hideous monsters. Make out? How long have I ignored what this camp had to offer? Everything's new to me now, thanks to you. I mean, look at this flower. You mean like kiss? How many years have I been coming here and I've never even noticed a cool flower like this before? Just hit my boyfriend.